Elfriede Blauensteiner wurde am 22. Januar 1931 in Österreich geboren. Sie wurde bekannt als Schwarze Witwe. Blauensteiner war schwer spielsüchtig und mit Kontaktanzeigen suchte sie nach pflegebedürftigen Opfern. Mit gefälschten Testamenten erbte sie nach deren Tod das Vermögen ihrer Opfer. Mit blutzuckersenkenden Medikamenten und anderen Mitteln machte sie die Männer bewusstlos. Mindestens eines ihrer Opfer wurde dem Erfrierungstod überlassen. Das Erbe verspielte Blauensteiner in Wiener Casinos. Der Neffe eines Opfers wurde allerdings misstrauisch und alarmierte die Behörden. Im Januar 1996 wurde Blauensteiner verhaftet. 1997 wurde sie erstmals wegen Mordes verurteilt und im Jahr 2001 wurde sie in zwei weiteren Fällen verurteilt. Vor Gericht stritt sie jegliche Schuld ab und betonte immer wieder, sie wasche ihre Hände in Unschuld. Am 18. November 2003, im Alter von 72 Jahren, verstarb Elfriede Blauensteiner an den Folgen eines Gehirntumors.